Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige. NZZ Akzent. Ende Juni ging dieser Fall in Italien durch die Medien. Ein Erntearbeiter aus Indien. Er arbeitete auf den Feldern südlich von Rom. Er wird ins Spital eingeliefert. Ein Arm ist abgetrennt und er hat sehr viel Blut verloren. In circostanze che sono vergognose per tutti noi. Luzi, was ist da passiert? Ja, es handelt sich um Satnam S., einen jungen 31-jährigen Erntearbeiter aus Indien, der auf einem Landwirtschaftsbetrieb südlich von Rom in der Provinz Latina gearbeitet hat. Und bei einem Arbeitsunfall wurde er von einem Traktor gewissermaßen erdrückt. Es wurde ihm dabei der Arm abgetrennt, Beine zerquetscht. Sein Chef, der Chef dieses Landwirtschaftsbetriebes, wo er arbeitete, hat ihn einfach heimgefahren und hat ihn dort liegen gelassen und den abgetrennten Arm in eine Obstkiste gepackt. Also ein furchtbares Bild. Und erst nachdem die Nachbarn Alarm schlugen, wurde er ins Spital verbracht. Das klingt wahnsinnig unmenschlich. Ja, das ist es in der Tat. Grauenhaft. Satnam S. ist dann gestorben, 2 Tage nach dem Unfall. Die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Das ist ein besonders krasser Fall, aber lange nicht der einzige. Und dahinter steckt wirklich ein System der Ausbeutung. Der Tod von Satnam S. offenbart die miserablen Arbeitsbedingungen in Italiens Landwirtschaft. Wie das System dahinter funktioniert, erklärt Italien-Korrespondent Luzi Bernet. Ich bin Marlene Oehler. Luzi, ich habe schon oft von den schlimmen Bedingungen gehört auf den Feldern in Italien, vor allem in Süditalien. Aber dieser Fall ist selbst für italienische Verhältnisse ungewöhnlich brutal. Das ist so. Der Fall hat Italien wirklich sehr aufgewühlt, quer durch die Gesellschaft, quer durch die Politik. Nachrichtenteams wurden nach Latina geschickt. Es gab dann auch sofort Proteste. Eine knappe Woche nach dem Unfall kam es zu Demonstrationen in Latina, in dieser Provinzstadt. Die Gewerkschaften machten mobil. Basta con la paura, basta con le ingiustizie, insieme possiamo cambiare le cose. Es reicht jetzt mit der Angst, wurde da gerufen, es reicht mit der Ungerechtigkeit, es soll nie mehr einer so sterben bei der Arbeit. Un lavoratore perde la vita a causa dell'indifferenza. Und auch Politiker haben sofort reagiert, und zwar unabhängig von der Parteicouleur, von links bis rechts, hat man sich empört über den Fall. Auch der Staatspräsident Sergio Mattarella hat sich wenige Tage danach geäußert und hat gesagt, es handle sich um die Ausbeutung der schwächsten und wehrlosesten Menschen im Lande. Der Fall offenbare miserable Arbeitsbedingungen. Das dürfe es nicht geben in einem Land wie Italien. Auch Ministerpräsident Giorgia Meloni hat sich geäußert ein paar Tage danach im Parlament. Sie hat sehr starke Worte gebraucht, hat gesagt, es sei unmenschlich, es handle sich um einen abscheulichen Fall, es zeige sich hier das schlimmste Italien. Dobbiamo dircelo, questa è l'Italia peggiore. Wie sieht es denn aus, dieses schlimmste Italien, Luzi? Ja, es gibt überall in Italien große Landwirtschaftszonen. Meistens sind diejenigen im Süden bekannt, aber hier geht es um eine Provinz, die sehr nahe bei Rom liegt, bei der Hauptstadt, wenige Dutzend Kilometer südlich von Rom, in Latina. Mhm. Es ist Sumpfland, ein sehr fruchtbares Gebiet. Und da wächst es, was das Zeug hält. Es gibt ganz viele Kiwis. Latina ist der größte Produzent von Kiwis in Europa. Mhm. Es werden Wassermelonen angebaut, Trauben, Artischocken, Spinat, Zitrusfrüchte. Eigentlich ein einziges Paradies. Aber in dieser Zone arbeiten ganz viele billige Arbeitsmigranten. Mhm. Wie ist denn Ihre Situation? Du hast vorhin von Ausbeutung gesprochen. Das ist wirklich unglaublich, was jetzt da alles ans Tageslicht kommt nach diesem Fall. Ausbeutung ist wahrscheinlich das richtige Wort. Das tönt sehr abstrakt, konkret, wie man sich das vorstellt, wie es wirklich ist und was man jetzt liest und hört aus diesen Gebieten. Da muss man schon sagen, das sind brutale
Arbeitsverhältnisse, also dieser Agropontino, diese Ebene, das ist wirklich eine platte Ebene, liegt in der Hitze. Im Moment ist es zwischen 30 und 40 Grad hier in und um Rom. Es ist drückend heiß. Die Leute stehen früh auf, gehen auf die Felder und haben äußerst schwere Arbeit zu verrichten. Beispielsweise müssen sie im Moment schwere Wassermelonen, die mehrere Kilo schwer sind, von den Feldern auf die Wagen laden. Das ist alles Handarbeit, das ist harte Arbeit. Das dauert lange, sie sind bis zu 14 Stunden am Tag dran. Ohne Pause, ohne Schatten. Also wirklich sehr, sehr hart. Und sie kassieren praktisch nichts. Das sind Stundenlöhne von 3 bis 4 Euro. Auch die ganze Freizeit, wenn man so will, ist eigentlich trostlos. Die Leute leben da in Bretterbuden, irgendwelchen Verschlägen, teilweise in stillgelegten Ferienbungalows. Also wirklich keine erfreuliche Situation und sehr bedrückend. Sein Leben zum Arbeiten eigentlich, oder? Ein Leben ausschließlich zum Arbeiten. Alles oder das meiste, muss man sagen, in Schwarzarbeit. Die Erntearbeiter sind nicht sozial abgesichert. Also es ist wirklich ein beschämendes Bild, das sich da zeigt. Und die Arbeitgeber, das hat man in dem Fall von Satnam gesehen, die möchten, dass die Behörden nichts davon erfahren. Und deshalb hat der Chef von Satnam S. ihn auch einfach liegen gelassen, nicht ins Spital gebracht, weil er Angst davor hatte, dass der Fall dann ans Tageslicht kommt, dass man merkt, wie und unter welchen Bedingungen da gearbeitet wird. Ja, okay. Also der Fall von Satnam S. wirft ein Licht auf diese miserable Situation von den Erntearbeitern, diese miserablen Arbeitsbedingungen. Italien hat ja eine riesige Landwirtschaft, das heißt, ganz viele Menschen sind in einer ähnlichen Situation. Ja, insgesamt geht man davon aus, dass etwa 1 Million Menschen in der Landwirtschaft arbeiten und davon laut Gewerkschaftsstatistiken, die aber weit herum geteilt werden, sollen etwa 230.000 Erntearbeiter von dieser Art von Ausbeutung betroffen sein und von diesem Missbrauch. Und das sind, wie Satnam S., eben Arbeitsmigranten, also Menschen, die extra für diese Erntearbeit nach Italien kommen. Genau, also da gibt es eigentlich keine Italiener oder diejenigen Italiener, die in diesem Bereich arbeiten. Das sind dann die Besitzer, die Eigentümer dieser Bauernhöfe, dieser Bauernbetriebe. Und diejenigen, die auf den Feldern arbeiten, das sind Migranten im Süden Italiens, vor allem Bootsflüchtlinge auch. Ja. Und in Latina, in dieser Provinz eben, wo der Fall von Satnam S. spielt, sind es vor allem Inder. Und nur so, dank diesen Arbeitskräften, dank diesen billigen Arbeitskräften, geht die Rechnung für die Landwirte überhaupt auf. Und nur nach diesem System der Ausbeutung ist das Geschäft so überhaupt lukrativ. Wir sind gleich zurück. Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Vaudoise begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Una forma di lavoro che si manifesta con carattere disumani. Wir haben Sergio Mattarella vorhin schon gehört. Der Staatspräsident spricht davon, dass mit Entschlossenheit vorgegangen werden muss jetzt gegen diese unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Er sagt, man dürfe diese Methoden, das System dahinter, nicht länger tolerieren. Wie funktioniert es denn, Luzi, dieses System? Das System hat einen Namen hier in Italien, man sagt im Caporalato, das kommt von Caporale, Korporal, damit sind Vermittler gemeint, die im Ausland diese Arbeitskräfte rekrutieren, im vorliegenden Fall in Indien. Sie verkaufen dort vor Ort Flugtickets nach Italien und zum Teil illegal beschaffene Arbeitsbewilligungen. Die Arbeiter, die dann eben diese Jobs wollen oder brauchen, die verschulden sich, um diese Tickets und die Bewilligungen zu erwerben, müssen sich verschulden und das Geld dann in den folgenden Monaten und Jahren unter Umständen zurückzahlen. So machen sie sich abhängig von diesen Caporali. Sie sind wirklich total eigentlich ausgeliefert. Ist das denn legal?
dieses System? Nein, das System ist weitgehend illegal. Die Caporali, die halten die Bestimmungen nicht ein, die Arbeitsbewilligungen, die sie da verkaufen. Das geht sicher nicht mit rechten Dingen zu und her. Und das System dieser Caporali wird in Italien mitgetragen von einem ganzen Teppich von Leuten, die da irgendwie involviert sind, Behörden teilweise, Notare, Anwälte und so weiter. Da fließen auch Bestechungsgelder und man sagt immer in Italien, auch die Mafia habe hier die Finger im Spiel. Okay, und der Staat, was tut er? Also der tritt jetzt ja empört in Erscheinung, aber bisher war er tatenlos, oder? Ja, man muss das leider so sagen, der Staat und die Repräsentanten des Staates, die empören sich jetzt lautstark, aber man muss sagen, das Problem ist überhaupt nicht neu. Die Berichte über die Ausbeutung gibt es seit Jahren und man hat ganz offensichtlich zu wenig unternommen, das einfach wahrscheinlich ignoriert, das hat ja auch Mattarella kritisiert, man hat weggeschaut und es so eigentlich toleriert. Und es ist ja auch nicht nur total alles illegal und schwarz. Es gibt eben diesen Graubereich, der so halblegal ist. Es gibt beispielsweise Landwirte, Bauern, die ihre Erntearbeiter mit einem normalen Arbeitsvertrag anstellen und dann die Leute so lange arbeiten lassen, bis sie Anspruch haben auf Arbeitslosengelder. Dann werden sie entlassen. Die Bauern und die Arbeiter, die kassieren dann diese Arbeitslosengelder, werden aber weiter beschäftigt, dann wiederum schwarz, zu ganz miesen Bedingungen. Also es ist so halb legal teilweise und deshalb ist es wahrscheinlich auch sehr schwer, hier wirklich effizient vorgehen zu können. Sag mal, Lutz, wenn ich jetzt im Migros Trauben aus Italien kaufe, werde ich in Zukunft mit einem mulmigen Gefühl machen, unterstütze ich denn dieses System? Das kann ich von hier aus schwer beurteilen, was da in der Schweiz in die Regale kommt. Aber Fakt ist, dass es halt kein entsprechendes Label, keinen Aufkleber gibt im Moment noch bei diesen Firmen, die eben anständig arbeiten. Es gibt zwar Bemühungen seit Jahren, so ein Label zu schaffen, staatliche Bemühungen, aber das funktioniert mehr schlecht als recht. Nur ganz wenige machen überhaupt mit bei diesen Bemühungen von 175.000 potenziellen Betrieben machen bisher nur 6.000 überhaupt mit. Und die Leute, die da mitmachen, die sagen, es sei unendlich kompliziert, dieses Label zu erwerben. Es sei ein Bürokratiemonster, man müsse unglaublich viele Formalitäten erfüllen. Und vor allem, man habe keinen konkreten Nutzen davon, weil es eben dann am Schluss nicht so einen Kleber gibt oder keine Deklaration, mit der man schließlich auch Marketing betreiben kann. Jetzt nach diesem tragischen Unfall, die Empörung im Land ist groß, wir haben es gehört, aber ändert sich jetzt auch etwas? Schwierig zu sagen, die Politik kann es sicher im Moment mindestens nicht einfach ignorieren, die Empörung ist zu groß. Giorgia Meloni hat im Parlament ja auch angekündigt, jetzt etwas zu unternehmen. Abbiamo aumentato il numero di ispettori del lavoro. Il numero di carabinieri del nucleo tutela del lavoro abbiamo sbloccato. Die hat gesagt, man müsse Sanktionen gegen Unternehmen ergreifen, die sich nicht an die Normen halten. Es brauche mehr Arbeitsinspektoren, mehr Polizei und so weiter. Man müsse Datenbanken erstellen, um diesen Machenschaften auf die Schliche zu kommen. Dunque, pene più severe per i criminali, controlli molto più stringenti. Also da ist jetzt einiges angekündigt, aber man wird sehen, wie sich das dann wirklich entwickelt. Und ob das dann eben auch mehr als nur Lippenbekenntnisse sind der Politik? Ja, das wird man sehen. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber immerhin auf juristischer Ebene ist jetzt etwas Bewegung in die Sache gekommen, mindestens im Fall von Satnam. Der Chef von Satnam wurde jetzt gerade kürzlich verhaftet. Man hat festgestellt, gerichtsmedizinisch, dass man ihn hätte retten können, wenn man ihn rechtzeitig ins Spital gebracht hätte, was man nicht getan hat. Und deshalb wurde er jetzt verhaftet. Also da läuft mindestens etwas, da sieht es nach einer gewissen Entschlossenheit aus. Auf politischer Ebene hege ich ein bisschen die Befürchtung, dass es wieder im Sand verläuft. Das ist tatsächlich ein großes Thema, ein großes Problem. Italien ist eine sehr große, sehr wichtige Landwirtschaft. Der Preisdruck ist hoch. Alle wollen möglichst billig verkaufen. Satnam S hat jetzt keine Chance, aber immerhin vielleicht stößt sein Fall jetzt eine Debatte an, die dann zu konkreten Verbesserungen führen könnte in naher Zukunft für die anderen Arbeitsmigranten in Italien. Hoffen wir es, lieber Luzi. Ich danke dir ganz herzlich für diese Geschichte und liebe Grüße nach Rom.
Danke dir, Grüße zurück. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschamp. Ich bin Marie Müller. Bis bald.